Du möchtest wissen, wie man eine USB-Maus am iPad nutzt? Dann bist du genau hier richtig. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man Positioniergeräte oder Zeigegeräte oder Mäuse, die nicht über einen Bluetooth-Anschluss verfügen, also da gibt es keine Geräteschnittstelle, mit der man das iPad direkt mit dem Gerät verbinden kann, sondern hier müssen wir mit Adaptern arbeiten. Und ich zeige dir, wie du mit einem herkömmlichen USB auf Lightning Adapter eine USB-Maus anschließen kannst. Darüber hinaus möchte ich dir aber auch noch eine weitere Möglichkeit zeigen. Man kann das sogenannte Amaneo BTI von CSS nutzen, um beispielsweise eine USB-Computermaus anzuschließen, und der Amaneo BTI hat noch wesentlich mehr Funktionen. Willkommen zu einem neuen Video der Kategorie AT ganz praktisch des UK App-Blog. In diesem Video stelle ich dir vor, wie du eine USB-Maus am iPad nutzen kannst. Das geht mit herkömmlichen Adaptern. Darüber hinaus gibt es aber noch den sogenannten Amaneo BTI von CSS. Und dieses Gerät bietet sehr gute ergänzende Möglichkeiten für Menschen, die aufgrund einer beeinträchtigten Motorik nicht die Touchscreen-Bedienung nutzen können, beispielsweise an einem iPad. Man kann hier mit diesem Amaneo BTI auch andere Eingabehilfen, andere Hilfsmittel mit einem USB-Anschluss anschließen und erfolgreich an einem iPad nutzen. Mit einem herkömmlichen USB auf Lightning-Adapter kann man USB-Zeigegeräte, die über einen USB-Anschluss verfügen, direkt am iPad anschließen. Ich werde einen Link zu diesem Adapter in YouTube reinstellen. Nun gibt es noch den Amaneo BTI von CSS, und das ist ein Adapter, wo man USB-Geräte anschließen kann, Positioniergeräte, und es wird eine Verbindung über Bluetooth hergestellt. Den Amaneo BTI, der verfügt über einen USB-Anschluss, wie wir gerade sehen, und hier kann man dann die Positioniergeräte mit einem USB-Anschluss anschließen. Das kann beispielsweise eine Computermaus sein, eine kleine Computermaus. Es können speziell hergestellte Hilfsmittel sein, Trackballs oder PC-Mäuse, die eben sich dadurch auszeichnen, dass sie speziell für Menschen mit einer Beeinträchtigung hergestellt wurden. Das Amaneo BTI stellt eine Bluetooth-Verbindung dar und erkennt trotzdem das USB-Gerät. Man kann das damit bedienen. Darüber hinaus hat das Amaneo BTI noch zwei Klinkenanschlüsse, die wir hier sehen. Und die können dann die Maustasten, linke und rechte Maustaste, an externe Tasten herausgeben. Und das kann Menschen entgegenkommen, die eventuell Probleme haben, die linke oder rechte Maustaste aufgrund der motorischen Beeinträchtigung zu betätigen. Also, Amaneo BTI zeige ich jetzt im nächsten Schritt. Ich habe hier eine USB-Maus, eine kleine Maus, die man verwenden kann. Und das können aber, wie gesagt, auch spezielle Hilfsmittel sein, die hergestellt wurden für Menschen mit einer motorischen Beeinträchtigung. Und ich habe hier den Lightning auf USB-Adapter, den Originaladapter von Apple. Was passiert nun, wenn ich den hier anschließe? Sehen wir, dass hier der Mauszeiger aktiviert ist. Und ich kann beispielsweise hier die linke Maustaste drücken und könnte dann rein theoretisch die Bildschirmtastatur nutzen zum Schreiben. Wenn ich motorisch in der Lage bin, auch die rechte Maustaste zu drücken, dann kann ich die auch hier verwenden, kann das ganze Wort markieren und kann mir das Ganze dann auch vorlesen lassen. Tastatur. Also das ist die herkömmliche Variante, eine USB-Maus mit einem herkömmlichen Adapter an einem iPad anschließen,
Das ist seit iOS 14 möglich. Ich habe hier jetzt den Amaneo BTI. Ich mache den an. Dann gucke ich, dass ich diesen Amaneo BTI verbinde mit meinem iPad. Jetzt sind die zwei miteinander verbunden. Ich erkenne das hier an dieser Taste. Ich werde einen Link zur Amaneo BTI und zur Produktbeschreibung vom Hersteller auch in YouTube reinsetzen, den Link. Und jetzt verbinde ich die Maus und wir sehen, ich kann diese Maus auch mit der Amaneo BTI nutzen. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten, dass man Geschwindigkeiten und so weiter und so fort einstellen kann. Amaneo BTI bietet mir ja auch die Möglichkeit, dass ich die Maustasten rauslegen kann auf externe Tasten, wie beispielsweise die Picos hier. Und dazu habe ich ja meine Computermaus angeschlossen an der Amaneo. Und dann kann ich diese zwei Tasten, weil die einen Klinkenanschluss haben, hier an der Amaneo BTI anschließen und habe einmal die linke und einmal die rechte Maustaste. Das kommt Menschen entgegen, die eventuell Schwierigkeiten haben, die Maustasten korrekt anzusteuern, und die bewegen dann den Zeiger, den Mauszeiger hiermit und lösen dann die Tasten aus, indem man hier auf die entsprechenden Tasten drauf drückt. Machen wir mal schnell. Und wir nutzen hier gleich mal die Wortvorhersage und können dann hier die rechte Maustaste nutzen und könnten dann das Ganze auch sprechen lassen. Das heißt, die Amaneo BTI bietet hier Tastatur eine sinnvolle Ergänzung. Wenn ich meine Amaneo BTI erfolgreich gekoppelt habe mit dem iPad und beispielsweise eine USB-Maus hier angeschlossen habe, dann sieht man hier die Zeigersteuerung und hier kann ich feinere Adaptationen vornehmen. Ich kann die Zeigergröße ändern. Ich kann die Farbe meines Indikators nochmal ändern. Ich kann die Breite des Randes zwecks visueller Orientierung hier nochmal adaptieren. Die Scrollgeschwindigkeit kann ich auch anpassen. Darüber hinaus bietet der Amaneo BTI ja noch weitere Funktionen an sich im Gerät. Beispielsweise hat man hier verschiedene Modi, die aufleuchten. Da würde ich sagen, dass man da reinguckt in die Gebrauchsanleitung, die ich ja hier verlinken werde. Ein wichtiger Hinweis noch, wenn ich nur die Mausfunktion nutzen möchte und der Amaneo bietet nämlich eine Autoklick-Funktion, dann muss hier die LED weiß leuchten, so wie in meinem Fall. Dann ist quasi diese Autoklick-Funktion deaktiviert. Ja, wie bereits gezeigt in diesem Beispiel, kann man hier die Amaneo BTI Maus nutzen, um mit der Bildschirmtastatur zu schreiben. Die rechte Maustaste steht mir auch zur Verfügung, wenn ich denn die bedienen kann. Ansonsten, wie gesagt, kann ich hier die linke und rechte Maustaste auch rauslegen. Ja, als nächstes Beispiel noch kurz die MetaTalk.de App. Auch die ist natürlich vollständig bedienbar. Gedacht ist ja das Ganze für Menschen, die eventuell Schwierigkeiten haben mit der Touchscreen-Bedienung. Und hier steht eine sinnvolle alternative Eingabemöglichkeit für das iPad zur Verfügung. Ich komme nun zu meinem Fazit. Also seit iOS 14 kann man beliebig Mausgeräte, Mauszeigegeräte, Positioniergeräte an ein iPad anschließen. Wenn man denn nicht über ein Bluetooth-Gerätschnittstelle verfügt, sondern eine USB-Geräteschnittstelle hat, dann kann man mit einem herkömmlichen Lightning auf USB oder USB auf USB-C Adapter
die Geräte anschließen. Der Amaneo BTi hingegen bietet nochmal einen erweiterten Funktionsumfang. Das heißt, man kann hier beispielsweise die linke oder rechte Maustaste rauslegen. Das ist spannend für Menschen, die eventuell feinmotorische Herausforderungen haben und an einer herkömmlichen Maus nicht die linke oder rechte Maustaste nutzen können. Auch können weitere Einstellungen vorgenommen werden direkt bei der Amaneo BTi. Da empfehle ich einen Blick in das Handbuch von Amaneo BTi, was ja hier in YouTube direkt verlinkt ist. Ich habe auch gezeigt, wie man in iOS unter Kategorie Zeigegeräte nochmal feinere Adaptionen vornehmen kann und so auf die Voraussetzungen der Nutzenden der Technologie besser eingehen kann, damit die eben beispielsweise eine Computermaus effektiv und zufriedenstellend nutzen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dieses Video und viele weitere Videos zum Thema AT ganz praktisch findet man auf dem UK-App-Blog auf einer eigenen Unterseite. Scannbar mit einem QR-Code-Scanner.